to slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out. Who cares for the world now? Rest with me, close the curtains, brew some herbal tea. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Geburtstagsvlog. Ich werde heute 24 Jahre alt und bin damit der 30 genauso nah wie der 18. Oh Gott, Leute. Als ich das heute früh realisiert habe, da dachte ich mir auch, das nimmt kein gutes Ende. Naja, auf jeden Fall ist heute ein sehr wechselhafter Tag. Es hat heute schon geregnet, es hat ja gewittert und Platzregen war so an sich gewesen. Die Sonne schien, jetzt ist es gerade sehr wechselhaft. So ein bisschen wie ich, also passt zu meinem Geburtstag. Und ja, bisher war ich arbeiten gewesen. Ich muss jetzt auch gleich noch weiterarbeiten, deswegen bin ich so ein bisschen abgehetzt. Ich muss jetzt noch 2 Stunden bis 19 Uhr aus dem Homeoffice weiterarbeiten, allerdings freiwillig. Und bisher hatte ich einen sehr schönen Tag gehabt. Ich habe heute früh mit meiner Mitbewohnerin zusammen zum ersten Mal French Toast selbst gemacht und gegessen. Wir haben eine ganze Packung Toast aufgegessen. Also von diesen kleinen, nicht diese ganz großen Packungen Toast. Und jetzt gerade kam ich nach Hause und war sehr, sehr, sehr überrascht. Und diese Überraschung möchte ich mit euch jetzt teilen. Einen Moment. Mein Nachbar war so freundlich und hat diesen riesigen Blumenstrauß für mich angenommen. Und Leute, ganz ehrlich, der riecht wunderschön. Der sieht super schön aus. Und ich habe keine Ahnung, von wem der ist. Aber dieses Geheimnis werden wir jetzt lüften. Hier ist nämlich eine Karte drin und ich hoffe, es steht drauf, von wem die ist. Sonst habe ich wahrscheinlich einen heimlichen Verehrer. Schreibt mal in die Kommentare gerne, was ihr denkt, von wem der ist. 3 Sekunden habt ihr noch. Ja, alles klar. Habe gehört, dass du nicht so oft Blumen geschenkt bekommst. Tada! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute. Hab einen schönen Tag. Hier ist kein Absender. Wer war das? Ach Manu, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat mir anonym Blumen geschickt? Ich meine, ich freue mich mega, aber ich habe... So von der Schreibweise her könnte ich mir vorstellen, wer das war. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Oh Mann. Na gut, der Anfangsbuchstabe hätte mir auch nicht viel gebracht, aber Mann, Leute, schaut euch diese wunderschönen Blumen an. Der Korb ist einfach riesig. Was ist, noch was drin? Oh, hier. Nein, es ist nur so ein Ding mit dem Platzen. So ein Mist, Mann. Ach, verdammt. Leute, wisst ihr was? Ich gehe hier gerade so nichtsahnend in die Küche und bemerke dann plötzlich, dass hier ein Geburtstagstisch für mich steht. Wie süß ist das denn bitte? Ich bin voll dran vorbeigerannt. Ich muss ihn gleich mal reingucken. Aber wir packen nachher gemeinsam die Geschenke aus und ach, aber es ist trotzdem so schön. Ich liebe solche Überraschungen. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright.
mittlerweile der nächste Tag. Eigentlich wollte ich gestern noch drehen, aber ich war irgendwie nicht so richtig in der Stimmung gewesen. Es ging alles so schnell und am Abend ist noch Eli vorbeigekommen. Dann haben wir noch eine Weile gesessen und ein Kumpel kam auch noch vorbei. Und dann, weiß ich nicht, war ruckzuck Abend und spät gewesen. Und ich musste natürlich auch am nächsten Tag wieder arbeiten. Deswegen so eine richtige Party mit Glanz und Gloria war gar nicht gewesen. Aber ich möchte dieses Video natürlich trotzdem nicht einfach ohne weiteres beenden, ohne noch was dazu zu sagen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir gucken uns jetzt im letzten Teil dieses Videos einfach nochmal meine Geburtstagsgeschenke an, was ich so bekommen habe. Und es ist jetzt nicht so krass viel, würde ich sagen. Also es gibt ja immer so ein Rumgeflex auf Instagram, was man für krasse, teure Geschenke bekommen hat. Ist bei mir jetzt nicht der Fall, also keine Sorge, ihr braucht nicht eifersüchtig sein oder so. Aber ich bin zufrieden. Ich habe mich sehr gefreut über jeden Menschen, der an mich gedacht hat. Auch von eurer Seite, die mir nachträglich noch gratuliert hatten. Und ich bin dankbar, dass Menschen an mich gedacht haben, dass ich endlich mal wieder von ein paar Menschen umarmt worden bin. Durch Corona ist es ja auch immer schwierig mit Nähe und Distanz wahren und alles. Fangen wir mal mit einer Sache an, die euch schon vertraut sein müsste. Und zwar dieser wunderschöne, riesige Blumenstrauß. Ich stelle den mal hier ab, der ist nämlich ganz schön schwer und der catcht einfach alles, egal wo man den hinstellt. Der sieht überall wunderschön aus. Und mittlerweile habe ich sogar herausgefunden, wer mir diesen Blumenstrauß geschickt hat. Und zwar war der aus euren Reihen gewesen. Ein Zuschauer hat ihn mir geschickt, einer, bei dem ich sagen kann, dass ich über die letzten Monate und man könnte eigentlich schon fast sagen über die letzten 2 Jahre eine sehr gute Freundschaft entwickelt hat und ich sehr froh bin, dass dieser Mensch auf mich zugekommen ist. Neben Jasmin ist das, glaube ich, so die einzige Person, die es geschafft hat, sich vom Zuschauerdasein in meinen Freundeskreis zu etablieren. Und ja, vielen Dank für diesen wunderschönen Strauß. Dann gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Strauß. Ich habe nämlich noch einen kleinen bekommen. Der ist von einem Kumpel. Den stelle ich auch mal hier ab. Darüber habe ich mich auch gefreut. Ich meine, ihr wisst ja, ich liebe Blumen und Pflanzen. Und ich denke einfach, gerade weil wir schon bei Pflanzen sind, habe ich auch noch von meiner Mitwohnerin dieses schöne Blümchen bekommen. Das stelle ich hier hinten ab. Jetzt ist mein Zimmer wieder um einiges grünlicher und blühender und schöner. Und die Pflanzen riechen echt super. Und das mag ich immer total gerne, wenn Blumen auch wirklich noch nach Blumen riechen und nicht irgendwie nach, ich sag jetzt mal, nach Plastik. Dann habe ich noch ein paar Gutscheine bekommen. Dann habe ich noch einen Duftdiffusor bekommen, wo man hier oben Flüssigkeit reinmacht, hier unten eine Kerze. Ja, und dann eben noch so Duft. Das ist jetzt zum Beispiel Lavendelöl. Und wir haben das schon mal ausprobiert. Es riecht ganz gut, aber ich glaube, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber selbst so als Deko sieht es eigentlich schon recht schön aus. Dann habe ich noch ein paar Sachen bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar haben nämlich auch ein paar Firmen an mich gedacht und zum Beispiel die Firma Lebenskompass hat mir auch ein kleines Präsent zugeschickt und zwar dieses Malbuch. Ich finde, das sieht mega cool aus. Da kommen wir auch noch mal zu einem späteren Zeitpunkt drauf zurück. Aber so an sich, ich finde das mega cool. Ich habe jetzt schon total Bock drauf, darin zu malen. Aber ich glaube, ich brauche erstmal ordentliche Stifte dafür. Aber vielleicht ist das schon die erste gute Investition, die ich mit meinen Amazon-Gutscheinen machen kann. Lebenskompass hat mir aber nicht nur dieses Malbuch geschickt, sondern auch noch diese Achtsamkeitskärtchen, wo Zitate draufstehen oder Übungen, die man machen kann. Oder einfach so Dinge, die man mal über den Tag ausprobieren könnte. Und ja, vielen Dank an Lebenskompass dafür. Ich freue mich darauf, das Zeug auszuprobieren. Dann habe ich natürlich auch noch Schokolade bekommen. Einmal von Milka und einmal von Lindt. Die von Lindt habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert. Ich bin gespannt, wie die schmecken wird. Sie ist ja auch vegan. Und dann habe ich noch 3 verschiedene Kuchen bekommen, die ich euch jetzt aber leider nicht mehr zeigen kann, weil die schon alle sind. Und zum Beispiel von Eli habe ich noch dieses Buch bekommen. Und zwar mein Bullet Planer. Eigentlich habe ich ja schon einen Kalender, mit dem ich einigermaßen gut, sehr gut zufrieden bin, kann man sagen. Und bei dem hier ist praktisch alles schon so ähnlich vorgezeichnet wie in einem normalen Bullet Journal. Das Schöne hieran ist aber, dass man ihn flexibel benutzen kann. Also ich kann mit ihm starten, wann ich will. Das heißt, ich muss jetzt nicht zu Eli sagen, oh Mann, tut mir leid, ich habe schon einen Planer, ich brauche keinen mehr, sondern ich kann sagen, cool, wenn mein Planer vorbei ist, dann habe ich schon einen neuen und das ist dieser. Und die letzte Sache, die ich noch bekommen habe,
Das ist dieses Spiel, das habe ich von meiner Mitbewohnerin bekommen. Das heißt Love is a Game, aber nur in diesem Spiel. Das ist eigentlich ein Pärchenkartenspiel, aber man kann das auch mit Freunden machen, so zum Kennenlernen, um mehr über den anderen zu erfahren. Ja, und dann gibt es dann halt verschiedene Aufgaben. Und ja, ich suche gerade was. Ja, zum Beispiel kreiert einen witzigen Handschlag, den ihr eine Woche lang zur Begrüßung durchziehen müsst. So eine Aufgaben sind das. Also Sachen, die man machen muss oder Sachen, die man erzählen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, was es hier alles noch drin gibt. Ich habe es mir jetzt noch nicht so genau angeguckt. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, weil ich jetzt doch neugierig bin. Ja, es sind auch so eine Fragen wie, was war das Peinlichste, das dir jemals passiert ist? Oder wer oder was hatte deiner Meinung nach einen positiven Einfluss auf dich? Also so typische Psycho-Fragen, die ich aber sehr, sehr mag. Und ich freue mich darauf, die demnächst mal auszuprobieren. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, wir beenden das Video. Das war mein Geburtstagsvlog. Ich bedanke mich für alle, die mir gratuliert haben, die an mich gedacht haben und die dieses Video bis hierhin geschaut haben. Vielen Dank an euch alle. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.